Hallo und herzlich willkommen zu Goliath Wikivideo. Ich bin jetzt Österreich. Weiterhin auf hohem Niveau, der DAX Trendcheck. Weiterhin auf hohem Niveau bewegt sich der DAX die letzten Tage, allerdings recht träge, ohne Zug nach oben. Grundsätzlich ist der Aufwärtstrend intakt. Der deutsche Leitindex könnte jederzeit ein neues Allzeithoch erreichen. Die aktuell fehlende Dynamik könnte aber auf eine nahende Konsolidierung schließen lassen. Zum Chart der Woche. An dieser Stelle möchten wir uns zukünftig vermehrt auch ausländischen Aktien zuwenden, insbesondere US-Aktien. US-Aktien haben weltweit den größten Anteil, dies belegt auch der bedeutende MSCI World Index. Hier liegt der US-Aktienanteil aktuell bei knapp 71%. Für den aktuellen Chart der Woche haben wir uns für die Aktie von O'Reilly Automotive entschieden. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Autoteilen, Werkzeugen, Zubehör und anderen Automobilprodukten spezialisiert hat. O'Reilly Automotive betreibt eine Kette von Einzelhandelsgeschäften unter dem Namen O'Reilly Auto Parts. Die Geschäfte bieten eine breite Palette an Produkten für Fahrzeuge aller Art wie PKWs, LKWs und Fahrzeugen für die Landwirtschaft. Die Aktie des Autozulieferers konnte sich in den letzten Wochen aus seiner Monate anhaltenden Seitwärtsbewegung befreien und kräftig zulegen. Die gleitenden Durchschnittslinien von 50 und 200 Tagen bestätigten bereits im August 2022 einen Aufwärtstrend. Bis zum aktuellen Zeitpunkt hat sich die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie gehalten. In den letzten Wochen liefen sie eine Zeit dicht beieinander. Mit der jüngsten Kursentwicklung entfernt sich die 50-Tage-Linie wieder vom 200-Tage-Pendant und bestätigt so die positive Entwicklung. Der Momentum-Indikator relative Stärke nach Levi bestätigt die aktuelle Trendstärke mit einem Wert von 1,15. Schaut man sich einen längerfristigen Chart an, ist zu erkennen, dass die Aktie immer wieder die 50-Tage-Linie nach unten durchbrach, zweimal sogar die 200-Tage-Linie. Diese Phasen werden gerne für Verkäufe genutzt. Die positive Entwicklung des Papiers ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Geduld ab und zu lohnt. Zu den Terminen. Auch in der nächsten Woche stehen wieder Unternehmensbilanzen an. Am Donnerstag werden die deutschen Einzelhandelsumsätze erwartet. Ein Hinweis auf die Konsumstimmung in Deutschland. Weitere Informationen, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Börsenbrief Goliath Wiki. Weitere Infos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Für mehr Börsenerfolg abonnieren Sie unseren Börsenbrief Goliath Premium. Die Infos hierzu sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens ist jetzt seit einigen Wochen unser neues Goliath online. Schauen Sie gerne vorbei auf goliath.de. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Um keine neuen Videos zu verpassen, aktivieren Sie einfach die Glocke. Wir machen nun eine kurze Pause. Das nächste Video erscheint in der zweiten Aprilwoche. Alles Gute und viel Erfolg an der Börse. Bis zum nächsten Mal.